Engeli, 6 Spiele sind gespielt in der Meisterschaft. Ein Fazit zum Start. Also wir hatten einen sehr guten Saisonstart gehabt. 4 Spiele, gleich viele Siege. Also nicht nur von den Resultaten her bin ich zufrieden gewesen, auch von der Spielweise, von der Art, wie man auftreten ist in den ersten 4 Spielen. Und dann in den letzten 2 Spielen haben wir einen Rückschlag erlitten. Einerseits vielleicht durch eine gewisse Überheblichkeit oder auch, dass nicht mehr jeder Spieler alles gibt. Und auf diesem Niveau wird das halt gerade bestraft. Gut, und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Team aussieht von dir. Marco Kilchhofer, Goalie. Ich bin Severin Rief und ich bin Goalie. Ich bin Nico Wolf und bin Verteidiger. Ich bin Timo Righetti und bin Verteidiger. Ich heiße Janik Schläfli und bin Verteidiger. Ich bin Nikola Marinkovic und bin Verteidiger. Noah von Arburg, Verteidiger. Fabio Fontello, Verteidiger. Levin Begler, Verteidiger. Also zur Verteidigung. Eigentlich im Moment oder seit Anfang der Saison noch das Sorgenkind oder dort, wo man am meisten Potenzial hat, wo wir uns wirklich noch verbessern müssen. Die Spieler zum Teil ängstlich, zu wenig präsent in den Zweikämpfen, aber wir sind am Arbeiten dran. Janik Schürch, Mittelfeld. Levin Giger, Mittelfeld. Joel Schmidt, Mittelfeld. Alessio Varano, Mittelfeld. Bastian Kiss, Mittelfeld. Florian Pestalozzi, Mittelfeld. Also zum Mittelfeld, wirklich gut bestückt, technisch sehr versierte Spieler mit einer guten Übersicht. Auch die Technik ist sehr gut. Die ersten 4 Spiele hat es wirklich rund gelaufen. Wir haben den Ball gut zirkulieren lassen. Aber sobald wir auf Gegner stoßen, die aggressiver sind, wo wir weniger Zeit haben, wo weniger Raum ist, wird es zum Problem. Und auch das müssen wir natürlich verbessern. Burkhard Sandro, Stürmer. Geisspieler Janis, Stürmer. Pingai Meri, Stürmer. Also die Stürmer, wie gesagt, in den ersten 4 Spielen das Nonplusultra. Man hat sehr viele Goal geschossen. Wir haben schon sehr viele Goal-Chancen gekommen. Sehr grosse Präsenz, eine grosse Überzeugung. Man war mutig gegen vorne. Und in den 2 letzten Spielen hat man halt nicht mehr so viel Bau bekommen im Sturm. Man war schon nicht mehr so, wie soll ich sagen, lauffreudig. Man war schon nicht mehr bereit gewesen, für immer alles zu geben. Und darum ist man halt auch dort bleiben stehen oder hat man halt einen Rückschritt gemacht. Wie sieht das Saisonziel aus von U15? Also das Saisonziel ist ganz klar, rein von den Spielern her. Es geht darum, dass jeder Spieler Fortschritte macht, dass er sich weiterentwickelt und dass er, wenn möglich, das Ziel ist, dass jeder Spieler oder so viele Spieler wie möglich in die U16 kommen. Das ist von Spielerseite. Und das Resultat orientiert ist klar, wir wollen immer gewinnen, dass wir so weit wie vor im Klassement am Schluss, wenn wir ganz vorderst sein können, ist es gut, aber so weit vor wie möglich. Am Sonntag das Derby gegen das Team Bern West. Etwas Besonderes für eure Spieler? Es ist sicher etwas Besonderes, weil die Spieler die kennen sich sehr gut. Für mich als Außenstehender Freiburger ist das vielleicht es ist das nicht unbedingt ein spezielles Spiel. Für mich ist das ein Spiel wie ein anderes auch. Zum Teil wird das auch überbewertet, die Derby. Aber wir werden alles daran setzen, für dort in Könitz zu gewinnen. Also wir werden uns nicht verstecken, wir werden alles probieren, für dort als Sieger vom Platz zu gehen. Aber wir sind uns bewusst, dass das ein sehr schwieriges Spiel wird sein, weil wir kennen Bern West, wir haben schon gegen sie gespielt in der Vorbereitung. Und darum, es wird eine sehr, sehr harte Nuss.